willkommen zum zweiten Concrete Wave Videoblog. Wir werden heute wieder über einige interessante News aus der Szene berichten und euch einige neue Produkte vorstellen. Wir hoffen, es gefällt euch. Concrete Wave Teamfahrer schneiden im Moment ganz gut ab. Dominik Kowalski ist zweifacher Europameister im Slalom geworden in Lettland. Und Sebastian Hertler hat ein verdammt schwieriges Downhill-Rennen in Frankreich gewonnen und ist auch sonst eigentlich immer auf dem Podium. Unseren Teamfahrer Fabian Laute möchten wir hier auf dem Weg nochmal sagen, bitte schick uns doch ein bisschen Footage aus Amerika. Der ist nämlich gerade in Amerika downhill-mäßig unterwegs und zeigt da der Szene, wo der Hammer hängt. Vor einigen Tagen war im Kölner North Brigade Skatepark die Flip-Demo. Dort waren unter anderem Tom Penny, Lance Mountain und einige jüngere Teamfahrer, die ordentlich Gas gegeben haben und eine schöne Demo gefahren sind. Außerdem möchten wir erwähnen, dass Dennis Degenhardt, auch Concrete Wave Teamfahrer, momentan im COS Cup ziemlich gut dabei ist, Sechster in der Gesamtwertung. Als nächstes wird er in Düsseldorf den Parfel Bowl rocken und dort ordentlich mal allen zeigen, wie man Bowl fährt. Oh, hallo. Ja, ihr werdet wahrscheinlich wissen wollen, wie es auf der Europameisterschaft war in Riga. Eigentlich war das Wetter ziemlich beschissen und ja, aber hat mich trotzdem gefreut, mal aus langer Zeit mal wieder ein bisschen rauszugehen, ein bisschen zu skaten, die anderen Kollegen wiedersehen. Und ja, ich konnte wenig trainieren die ganze Zeit, aber ja, scheiß drauf, ne? hat halt irgendwie geklappt, mal wieder, so wie es halt bis die letzten 3-4 Jahre halt auch geklappt hat. Ich bin super gestoked, super happy, dass ich jetzt wieder amtierender Europameister bin. Ohne zu trainieren oder irgendeinen Scheiß zu tun. Und freue mich drauf auf die Unterstützung von Concrete Wave und alles und ganz neu dabei Riptide Bushings und Pavel und alles natürlich, dass die mir das dann möglich haben, irgendwie dahin zu fahren, ein bisschen zu rocken, einfach mal wieder Gas zu geben und einfach mal wieder ein bisschen skaten, ne? Ganz neu erschienen ist das Vintage Skate Rock Buch. Das handelt von Skateboardmusik der 1960er und 1970er Jahre. Sowas gab es vorher noch nie. Ist jetzt ganz neu auf dem Markt von Dr. Skate Rock. Der hat früher Kolumnen für die Bordstein geschrieben. Ja, kostet 19,90 € und kann ab sofort bestellt werden. Schön viele Bilder drin, ein bisschen Beschreibung zu den alten Liedern und so. Sollte man auf jeden Fall als Skateboard-Liebhaber in seiner Sammlung haben. Ganz neu bei uns in Concrete Wave gibt es jetzt die neue Gunmetal. Schönes neues Finish in Gunmetal Grey. Ich kann es euch auch mal montiert zeigen. Haben wir hier auf unserem Ikone-Brett. Das Besondere daran ist, im Vergleich zu der Version 1, das ist jetzt Version 2, einmal der genaue Lagersitz. Die Hängerenden sind sehr genau abgedreht. Heißt, man hat kaum noch Spiel, das ist sehr genau. Ähnlich präzise wie bei einer CNC-Achse. Der Pivot-Sitz ist sehr genau, das heißt, man hat kaum Spiel. Es ist ein wirklich schönes Fahrgefühl, sehr stabile Achse, 184 mm breit und wird mit Venom Double Barrel Bushings ausgeliefert. Wie bekannt, auch sehr gute Qualität. Können wir euch nur wärmstens empfehlen. Als weiteres Highlight möchten wir euch das neue Airflow Deck, das Around the World Rear Edition, vorstellen. Ein schöner Freestyler, den man auch ein bisschen schneller fahren kann. Schöner, bisschen tiefer gelegt durch den Rocker, Nose und Tail. Sehr funktional, auch ein bisschen breiter geschnitten. Schön zum Tricksen auch. Hat eine Gesamtlänge von 101 cm. Eine Breite von 24 cm und eine Wheelbase von 86 cm. Ist damit noch sehr wendig, sehr funktionell. Nicht zu nervös, würde ich auch sagen. Also kann man auch schneller fahren. Aufgebaut ist es mit Esche, Buche und Fiberglas. In sehr guter Qualität. Und auch, ist auch sofort bei unserem Webshop und im Shop in Köln zu haben. Vorstellen möchte ich euch auch das neue Slipstream Hammer. Slipstream ist eine schwedische Firma, die schon seit Jahren exzellente Bretter bauen. Die Länge beträgt 86 cm, die Breite 25 cm, sehr tiefes Konkav, schön funktionelle Nose und Tail. Das Board besteht aus 8 Lagen Canadian Maple, beste Qualität. Zieht euch das Video rein, dann seht ihr, was möglich ist. Ja, das war der zweite Concrete Wave Videoblog. Ich hoffe, der Dennis hat das gut gemacht. Ich habe leider ein bisschen verpennt heute und ja, passt.